So, hört mich jeder? Gut, herzlich willkommen zu dem Vortrag über den Routerzwang und die Frage, was Aktivisten davon lernen können. Mein Name ist Max Mehl, ich bin der Deutschlandkoordinator der Free Software Foundation Europe. Wir setzen uns europaweit für freie Software und für Nutzerrechte ein. In dem heutigen Vortrag soll es darum gehen, wie man politisch am besten aktiv werden kann bei netzpolitischen Themen. Das möchte ich eben am Beispiel des Routerzwangs erläutern. Ein Thema, das die FSFE seit mittlerweile über 3 Jahren begleitet und wo wir eigentlich mittlerweile auch einen relativ großen Erfolg verbuchen können. Das Fernziel soll quasi sein, dass ich euch hier erklären will, dass man kein Lobbyist sein muss und kein Jurist oder Politikwissenschaftler, um politisch für irgendein Ziel aktiv zu sein. Und zwar mit ein paar einfachen, sage ich jetzt mal, Guidelines ist es relativ machbar, politisch für irgendetwas einzutreten. Am Anfang möchte ich so ein bisschen das Thema Routerzwang erklären, weil ich glaube, dass es nicht jedem bekannt ist. Da soll es darum gehen, was ist dieses Thema überhaupt? Von was reden wir da? Warum ist das überhaupt wichtig für uns? Wie war der zeitliche Ablauf? Ich habe gesagt, das läuft nun schon seit 3 Jahren. Und wie wurde es gemacht, dass man da tatsächlich einen Erfolg verbucht hat? Denn wir können tatsächlich von uns behaupten, dass wir mit einem Ergebnis rausgekommen sind, einem politischen Ergebnis, mit dem wir sehr zufrieden sind. Wie wurde das überhaupt erreicht? Im zweiten Schritt soll es ein bisschen verallgemeinert werden, und zwar mit der Frage, wie werde ich überhaupt aktiv? Also, wo fange ich da an? Wie finde ich Themen? Also, wie identifiziere ich ein Problem? Wie sammle ich Informationen? Wie teile ich sie? Es geht um Kontakte, um Allianzen, über die Feedbackrunde und wie man tatsächlich dann auch Öffentlichkeit erreicht. Dann im dritten und vierten Schritt soll es kurz um mögliche Stolpersteine gehen, auf die man stoßen kann, wenn man irgendwo politisch für etwas aktiv ist, aber eben darum, auch Booster-Packs zu finden. Also Möglichkeiten, um irgendwie seine politische Kampagne anzutreiben, die wirklich das sehr beflügeln können. Und zum Schluss möchte ich mit euch gerne auch in eine Diskussion kommen, also darüber, ob ihr schon mal politisch aktiv wart, ob das alles denn klar ist und wie man vielleicht das Ganze auch ergänzen kann. Zu Anfang Routerzwang. Was sind denn Router oder Router auch genannt? Das sind diese Dinger, man nennt sie auch teilweise Modems, die in ihrer Boxfunktion dahinter an die Wand rangestöpselt werden und die Einwahl ins Internet ermöglichen. Das ist so die ganz, ganz simple Idee. Also wir verstehen darunter schlicht die Geräte, über die jeglicher Internetverkehr läuft. Das sind also die ersten Geräte, die nach dieser Dose in der Wand, DSL-Dose, Kabeldose kommen, worüber dann gesurft wird, worüber E-Mails verschickt werden, worüber wir unsere Downloads abliefern und worüber zum Beispiel auch IP-Telefonie läuft. Also da ist tatsächlich fast jegliche Internetkommunikation läuft über diese Geräte. Nun ist es so, aktuell immer noch, aber das wird sich hoffentlich sehr bald ändern, dass diese Geräte nicht den Kunden gehören. Das heißt, man bucht sich einen Internetvertrag irgendwo, sei es Telekom, sei es 1&1, Vodafone, Unity Media, ganz egal. Die Geräte, die dort mitgeliefert werden, also diese Router, gehören in der Regel nicht uns Kunden. Wir haben auch nicht den vollen Eingriff drauf. Das liegt daran, dass diese Geräte noch zum Netz des Anbieters gehören. Da ist dann dieser geflügelte Begriff des Netzabschlusspunkts. Aktuell wird nämlich von vielen Anbietern es so definiert, ihr Netz, also ihr Eigentum, endet hinter dem Router. Das heißt, wir haben in unseren Haushalten oder in unseren Firmen, wo auch immer, haben wir Geräte, die uns gar nicht gehören, auf die wir keinen Einfluss haben. Das heißt, wir können diese Dinge in vielen Fällen auch gar nicht austauschen. Wir sind also, dadurch, dass wir einen Internetvertrag, eine Dienstleistung buchen, sind wir an dieses Gerät gebunden. Das steht bei uns, das verbraucht unseren Strom, aber wir können das nicht ändern. Das ist zum Beispiel, weil wir keine Zugangsdaten bekommen. Also wenn wir ein alternatives Gerät anschließen, kann man sich damit nicht einwählen. Oder bei Kabelkunden auch ganz beliebt. Diese Geräte müssen erst noch registriert werden irgendwo. Alternative Geräte werden einfach nicht registriert in diesem Backend bei dem Anbieter. Oder man bekommt einfach keinen Support. Wenn man also ein Problem hat und sagt, na, ich nutze ein anderes Gerät, nicht ihr Standardgerät, dann wird gesagt, na gut, dann helfen wir dir nicht weiter. Warum ist das überhaupt so wichtig? Nun, diese Standardgeräte, die man mitbekommt bei diesem Internetvertrag, fallen oftmals auf durch gravierende Sicherheitslücken. Das heißt, eigentlich schon monatlich liest man irgendwo in der Fachpresse davon, dass schon wieder ein Standardrouter, der von einem Internetanbieter angeboten wird, unter enormen Sicherheitsproblemen leidet.
Das passiert mit allen Geräten, da müssen wir uns nichts vormachen. Das Schlimme ist aber, wenn wir diese Probleme nicht selbst lösen können. Das heißt, wir haben ein Gerät bei uns stehen, wir haben vielleicht sogar gelesen, da gibt es ein Sicherheitsproblem, aber wir haben keinen Zugriff auf dieses Gerät, was oft der Fall ist. Das heißt, wir müssen jetzt auf den Internetanbieter warten, dass dieser nun ein Patch automatisch irgendwie einspielt. Wir können das nicht selbst machen. Das heißt, wir haben dann ein total unsicheres Gerät möglicherweise bei uns in den vier Wänden stehen. Dann ist es so, dass einfach jeder Mensch unterschiedliche Präferenzen hat oder auch Vertrauen aufbaut. Wenn jemand sagt, na, ich möchte eigentlich lieber Geräte haben, die nur in Europa gefertigt sind. Oder mir ist es egal, ob es Geräte aus Fernost sind. Oder ich möchte nur von einer bestimmten Marke Geräte haben. Oder ich vertraue auch nur freier Software. Das muss man respektieren. Und es ist eigentlich nicht wünschenswert, dass ein Internetanbieter aus technischen, also es ist technisch nicht notwendig, dass dieser dann Geräte vorschreiben kann. Dann ist das Problem bei diesen Standardgeräten, dass sie oftmals eine eingeschränkte Kompatibilität haben. Das heißt, bestimmte Telefone könnten nicht an diesen Geräten funktionieren. Oder auch einfach fehlende Funktionen. Wir hatten zum Beispiel öfters gehört, dass IPv6 von einigen Geräten einfach nicht wirklich unterstützt wird, nicht in der vollen Bandbreite. Das heißt, bin ich beim Internetanbieter und möchte IPv6 nutzen, zum Beispiel auch für meine Firma, kann ich es eventuell nicht nutzen. Ich kann aber auch kein alternatives Gerät mir zulegen. Das zieht Umweltprobleme mit sich. Das heißt, wechsle ich meinen Anbieter, wechsle ich auch nur den Vertrag beim selben Anbieter, bekommt man oft ein neues Gerät zugeschickt. Das alte lässt sich dann nicht mehr verwenden. Das heißt, dadurch entsteht Elektroschrott, weil diese alten Geräte in der Regel noch tadellos funktionieren könnten. Und was zuletzt natürlich noch ist, dass dadurch auch der Wettbewerb und der technische Fortschritt geschädigt wird. Wenn nämlich nur dieselben 10 Standardgeräte bei allen Internetanbietern laufen, was ist dann mit Geräten, die teurer sind? Weil bei den Internetanbietern oftmals ist es leider auch so, dass diese die billigsten Geräte einsetzen. Das heißt, wie soll Fortschritt entstehen, wenn Leute nicht selbst entscheiden können, dass sie für Qualität etwa mehr bezahlen wollen, ein anderes Gerät nutzen wollen? Das ist höchst problematisch. Deswegen ist das Ziel in diesem Fall und auch generell die Endgerätefreiheit. Was ist Endgerätefreiheit? Das ist im Endeffekt ganz eng betrachtet die Freiheit, ein alternatives Gerät auswählen zu dürfen und zu benutzen, ohne diskriminiert zu werden. Und das alles, das komplette Funktionsspektrum, das ich quasi buche und monatlich bezahle, auch funktioniert. Wir als die FSFE verstehen darunter auch, dass jeder Mensch in der Lage sein soll, freie Software auf diesen Geräten einzusetzen. Freie Software, was war das nochmal? Das waren Programme, die es ermöglichen, diese für jeden Zweck zu nutzen, diese zu verstehen, also auch in den Quellcode reinschauen zu können, zu sehen, was diese Geräte tun, diese Software zu verbessern, selbstständig oder jemanden in Auftrag zu geben, dies zu tun und diese Verbesserungen dann auch zu teilen oder die Software an sich auch mit der Gesellschaft oder mit Freunden zu teilen. Das ist freie Software. Und freie Software kombiniert mit der freien Endgerätewahl, da macht es überhaupt möglich, dass wir von Sicherheit, von Innovation, von Nachhaltigkeit und von Vertrauen reden können, wenn wir über Router in unseren Haushalten reden oder auch von Geräten allgemein. Das war so grob über den Routerzwang erstmal. Jetzt ist die Frage, wie hat sich dieses Thema entwickelt? Warum war das überhaupt ein Problem? Angefangen hat eigentlich alles im Januar 2013 und zwar mit einem Bericht in der PC-Welt über eine relativ rege Diskussion im ehemaligen Alice, heute O2-Forum, wo es eben darum ging, dass sich ein Internetkunde oder eine Kundin, ich weiß es nicht mehr genau, darüber beklagt hat, dass es eine Kopplung gibt zwischen dem Internetvertrag und dem Endgerät. Das ist de facto Routerzwang. Ich habe einen Dienst geholt und mir wird gesagt, du musst dieses Gerät benutzen. Dieser Medienbericht bringt das ein bisschen ans Licht und da fängt an, so die Öffentlichkeit ein bisschen drauf zu schauen. Die Bundesnetzagentur, ein wichtiger Player in diesem ganzen Routerzwang-Thema, hält dies nach einer ersten Anfrage für rechtens, findet es also legitim. Darauf hagelt natürlich relativ viel Kritik von Organisationen wie der FSFE, aber auch dem CCC, von Herstellern, die eben gerade Router herstellen und andere Endgeräte, die davon betroffen sind, und von politischen Parteien. Die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage einer Partei reagiert da auch relativ zurückhaltend und sagt, ja, die Verantwortung läge bei der Bundesnetzagentur, das müsse sie klären. Das war so Juni 2013.
Die Bundesnetzagentur ist jetzt also beauftragt, dieses Problem irgendwo zu lösen. Denn aktuell ist es einfach eine rechtliche Grauzone. Auf EU-Ebene gibt es so ein paar Richtlinien, die eigentlich den Routerzwang so verbieten würden. Aber so richtig genau weiß das niemand. Nun gut, die Bundesnetzagentur, ab Juli 2013 kann man es so ungefähr sagen, legt los. Und das ist auch die längste Phase, die so bis Ende 2014, Anfang 2015 geht. Die eigentlich begleitet ist von Angst, von Unsicherheiten, von Zweifeln. Die fängt an mit geschlossenen Workshops. Da kommen also auch keine Bürgerrechtsorganisationen rein oder irgendwie Interessierte. Das ist meistens auch nur mit Herstellern oder mit Kabelnetzbetreibern und so weiter. Später gibt es dann noch öffentliche Anhörungen, wo tatsächlich über 300 Zuschriften kommen. Öffentliche Anhörungen sind quasi, da fragt die Bundesnetzagentur die Öffentlichkeit. Er hofft sich Antworten davon, die waren teilweise auch höchst technisch kompliziert. Wir haben als FSFE auch darauf geantwortet und die Mehrzahl dieser Zuschriften, also der Statements zu dieser Anhörung, waren tatsächlich auch gegen den Routerzwang. Wir hatten ein gutes Gefühl dabei und dann Ende 2013 sind wir jetzt, die neue Bundesregierung hat sich gebildet und hat im Koalitionsvertrag auch geschrieben, dass sie sich eindeutig gegen Routerzwang positioniert. Also CDU, SPD, absolute Mehrheit im Bundestag. Wir denken, na gut, dann kann da eigentlich nichts mehr schiefgehen. Tja, falsch gedacht. Dann kommt der erste Entwurf einer sogenannten Transparenzverordnung von der Bundesnetzagentur. Ah, das ist mit unglaublich schwammigen Begriffen gesät, dieser Entwurf. Da wird zum Beispiel auch von einer sogenannten Endgeräte-Netzneutralität geredet, was auch immer das sein soll. Da ist also viel Luft nach oben, also sehr viel schwammig. Die Rechte der Nutzer sind eigentlich kaum respektiert und eigentlich auch weit an diesem Koalitionsvertrag vorbei. Also Koalitionsvertrag ist wirklich das Bindende, oder nicht Bindende, aber das hat quasi die Regierung vor, in den 4 Jahren umzusetzen. Und dieser erste Entwurf geht dran vorbei. Na gut, wir denken, da ist noch Luft nach oben. Der zweite Entwurf toppt aber wirklich alles, und zwar indem er definitiv die Entmündigung der Kunden gesetzlich festschreiben will. Bis dieser zweite Entwurf gekommen ist, war auch höchst fragwürdig. Das waren über 6 Monate, wo eigentlich niemand wusste, was eigentlich gerade los ist. Das war also eine sehr deprimierende Phase. Das hat sich aber geändert im Februar 2015, als die Bundesnetzagentur empfindet, dass sie nicht mehr kompetent oder nicht mehr verantwortlich für dieses Thema ist. Redet sich so ein bisschen raus, also übernimmt das Bundeswirtschaftsministerium. Quasi, kannst du grob sagen, in der Hierarchie eine Ebene drüber. Dieses übernimmt und bringt auch relativ bald einen ersten, relativ guten Gesetzentwurf raus, der sich mit dem schönen Namen nennt, zur Auswahl und zum Anschluss von Telekommunikationsendgeräten. Politikersprech. Das ist relativ positiv. Wir begrüßen das auch, bis auf kleine Kritikpunkte und die meisten anderen Vereine. Und vom Kabinett, also vom Bundeskabinett und von der EU-Kommission wird das auch abgesegnet. Und wir denken, na gut, jetzt läuft ja wieder alles super. Ja, von wegen, jetzt kommt der Bundesrat und schießt da quer, übernimmt Argumente von Netzbetreibern und von Internetanbietern, die technisch auch überhaupt nicht schlüssig sind. Also auch hier wieder der Widerstand. Trotzdem, das hat keinen Erfolg. Quasi die Gegner des Routerzwangs, die Befürworter der Endgerätefreiheit, schaffen es tatsächlich dann am 5.11. zu erreichen, dass der Bundestag das Gesetz für die Endgerätefreiheit verabschiedet. Und der Bundesrat stimmt dann dem auch im Endeffekt zu. Das heißt, hier sind wir aktuell in der Phase, dass dieses Gesetz angenommen wurde. Das heißt, der Routerzwang ist de facto abgeschafft, gesetzlich. Jetzt gibt es gerade noch diese Übergangsfrist, die geht, glaube ich, bis Juli, August 2016. Und dann tritt dieses Gesetz in Kraft. Und dann mal sehen, ob tatsächlich die Internetanbieter und Kabel-Internetanbieter und so weiter da mitziehen. Wir sind da guter Dinge. Das war so der Routerzwang, wie er grob abgelaufen ist. Einfach nur, damit ich anhand dessen, an diesem Beispiel, ein bisschen erklären kann, wie man politisch aktiv werden kann. Ich bin eben der Meinung, dass es keine Lobbyisten und keine Juristen sein müssen, sondern dass es gar besser ist, wenn es versierte Menschen sind, die in Sachen Netzpolitik auch technisch versiert sind. Diese Anleitung oder diese Guidelines, die ich jetzt hier vorstelle, sind nicht perfekt. Sie sind auch nicht universell. Sie eignen sich wahrscheinlich nicht für jedes Thema. Das beruht einfach auf ein paar Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben und eben anhand dieses Routerzwangs. Die Schritte, die ich jetzt auch erkläre, sind nicht klar abgetrennt, sondern die verschwimmen auch untereinander, miteinander.
Manchmal ist es auch wichtiger, Schritt 2 vor Schritt 1 zu machen. Und wie gesagt, es geht auch nicht nur um große Themen. Also es geht nicht um Themen, wo Bundesregierungen mit einbegriffen sind, sondern es kann auch Lokalthemen sein. Sachen im Bundesland, Sachen in der Gemeinde und so weiter. Das lässt sich auf alles anwenden. Nun, die erste Frage ist, gut, ich möchte mich nun politisch engagieren. Wo fange ich denn an? Nun, es gibt einfach genug Missstände. Also darüber müssen wir nicht reden. Es gibt genug Dinge, wo gerade technisch versierte Leute sagen, so soll es eigentlich nicht sein, trotzdem ist es irgendwie falsch geregelt. Es wird nicht automatisch besser. Das heißt, wofür ich euch ermutige, ist tatsächlich dann, irgendwas zu ändern. Also wenn ich sage, euch liegt irgendwas am Herzen, ihr findet irgendwas wirklich doof, dann bringt es einfach auf die Agenda, beschäftigt euch damit. In den meisten Fällen wird es eben nicht automatisch besser. Das ist sehr schade. Der zweite sehr wichtige Punkt ist, den ich für persönlich auch einen der wichtigsten halte, ist, sich Informationen zu beschaffen und diese auch zu verbreiten. So in Hinsicht darauf, niemals irgendwie unbewaffnet auf ein Schlachtfeld zu laufen. Man muss erstmal Informationen sammeln über das Thema, was einen interessiert. Das heißt, in unserem Fall von der FSFE haben wir auch erstmal alle möglichen versucht, Entwürfe zu finden, Statements von irgendwelchen Leuten zu finden und diese Informationen irgendwo geordnet auch erstmal für uns aufzuschreiben, damit wir wissen, um was geht es hier überhaupt? Was sind die Quellen? Bin ich überhaupt richtig informiert darüber? Man kann sich leider nicht nur auf Medienberichte verlassen. Dann auch im zweiten Schritt darum, wenn man diese Informationen für sich selbst hat, diese auch zu teilen mit anderen Menschen, also auch anderen dabei zu helfen. Versuchen, diese duplizierte Arbeit anderen Leuten wegzunehmen. Ich finde, da bieten sich immer separate Webseiten an. Also wir bei der FSFE haben natürlich schon eine Webseite, wo wir das gut einordnen können. Wenn man sowas nicht hat, dann ein Wiki oder ein Blog, den man ständig nachbefüllen kann. Also da gäbe es wirklich viele Möglichkeiten. Gerade auch in Hinsicht darauf, dass Journalisten oder auch Politiker, wenn sie Anfragen stellen, auch oft irgendwo Quellen brauchen. Die müssen sich auf irgendwas beruhen. Die können nicht einfach sagen, ja, der Heinz Müller aus Buxtehude, der findet, dass Ruderzwang schlecht ist. Sondern da müssen irgendwo Informationen greifbar sein, auf die auch wirklich auf harten Fakten basieren. Und das wäre ein wichtiger Schritt, der da erfolgen muss. Ich will auch dazu ermutigen, dass man nicht sich einfach nur auf Medienberichte verlässt, sondern versucht, möglichst auch mal unkonventionelle Quellen anzuzapfen. Also auch mal bei Firmen anzufragen, bei Politikern direkt anzufragen. Bei Ministerien, die zu fragen, wie sieht denn der aktuelle Stand aus, oder externe Experten zu fragen, Journalisten zu fragen, die teilweise ja schon über beträchtliche Informationen verfügen. Aus diesen ganzen Kontakten, die sich aus dieser Informationssuche ergeben, ist dann das Ziel, auch Allianzen zu schmieden. Also das Ziel, erstmal einen Kreis zu bilden um dieses Thema. Also jetzt ein Beispiel vom Routerzwang haben wir auch ein paar Projektleiter von alternativer Routersoftware ins Boot geholt. Oder Leute vom CCC in unserem Beispiel, wo wir einfach gesagt haben, wir brauchen irgendwo ein Kontaktenetzwerk. Hilft auch da, Journalisten zu fragen oder andere Organisationen. Einfach herauszufinden, wer arbeitet noch an dem Thema oder wen sollte es überhaupt kümmern. Also fällt dieses Thema zum Beispiel direkt in den Geschäftsbereich eines Unternehmens? Dann einfach mal dieses Unternehmen kontaktieren. Oder Verbände, also Unternehmensverbände, auch sehr gute Partner. Oder bei Parteien nachzufragen, in deren Ressort es fallen könnte. Oder eben bei Vereinen. Einfach mal versuchen zu überlegen, wen könnte dieses Thema noch interessieren. Und dadurch dann versuchen, ein Kommunikationsnetzwerk tatsächlich zu errichten. Also bei uns haben wir zum Beispiel eine Mailingliste eingerichtet, wo man schnell, wenn irgendeine Frage kam oder irgendeine Unklarheit war, einfach ein Netzwerk hat von Leuten, die aus unterschiedlicher Sicht auf irgendein Thema Rat wissen, die da helfen können. Und dadurch bilden sich dann eben diese Allianzen, habe ich sie jetzt einfach mal genannt. Also tatsächlich, dass man nicht der Einzelkämpfer ist, sondern irgendwo ein Team hat, was einfach alles unglaublich viel mehr erleichtert. Ein weiterer wichtiger Punkt finde ich, der des Feedbacks. Und zwar, dass man in einem ständigen Prozess ist von Nachfragen, also von Experten nachfragen und verbessern. Das heißt, ihr habt eure Informationsseite, dann schickt sie an Mailinglisten, schickt sie an irgendwelche Verbände, Politiker, wie auch immer, und fragt nach, ob diese Informationen stimmen, ob sie was geholfen haben, ob da Unklarheiten sind, und dann einfach verbessern. Aber auch eben selbst Feedback geben. Das heißt, wenn ihr bei einem Journalisten einen Bericht über euer Thema lest, und da stimmt irgendwas nicht, da sind die Argumente irgendwie nicht schlüssig oder Fakten sind einfach falsch, dann auch einfach mal ein freundliches Feedback geben.
versuchen, dass ihr die Leute damit einbindet. Das bringt oft sehr viel und wiederum, da den Schritt zurück, bilden sich darüber Kontakte und mögliche Allianzen. Generell empfehle ich, aber das ist, denke ich mal, selbstverständlich, einen offenen Umgang mit Rückmeldungen. Das heißt, wenn ihr Feedback bekommt von anderen, vielleicht auch auf Fehler hingewiesen werdet, auch einfach sich bei denen bedanken. Und das motiviert Leute, kann ich aus Erfahrung sagen, ungemein, wenn sie wissen, ah, okay, ich hab da tatsächlich irgendwas dazu beigetragen. Und das wiederum erweitert euer Kontaktenetzwerk. Der letzte Punkt ist eigentlich einer der wichtigsten, aber dafür muss erstmal so ein Grundstatus da sein. Der ist nämlich der Punkt, wo ihr tatsächlich mit dem Thema voll an die Öffentlichkeit geht. Also versucht wirklich eine Agenda zu schaffen. Denn Dinge, die niemanden interessieren, werden auch nicht geändert. Wenn aber, das haben wir beim Routerzwang gemerkt, wenn aber Leute dahinter stehen und tatsächlich sagen, das ist eigentlich ein Unding, dass sowas der aktuelle Stand ist, dann findet ihr irgendwo eine Öffentlichkeit oder auch bei Politikern irgendwo Gehör für euer Anliegen. Dazu sollte eben klar sein, dass die Informationen, die ihr habt, klar gut einsehbar sind. Also, dass ihr eine Informationsseite habt, auf die sich Leute berufen können und wo auch Leute, die neu in das Thema reinkommen, schnell eintauchen können. Eure Argumente sollten klar sein. Ihr solltet Kontakte haben, bei denen ihr nachfragen könnt und eben auch eine Allianz oder Verbündete, die dabei helfen, euch irgendwo auch in schwierigen Situationen zu unterstützen oder eure Argumente zu stützen. Und dann eigentlich noch die Erweiterung vom zweiten Schritt. Raus damit an Mailinglisten, an Medien, an Politiker, an Organisationen, an Firmen, das in soziale Netzwerke bringen, das bringt unglaublich viel. Also man glaubt gar nicht, wie Leute auch manchmal an Themen vorbeilaufen, obwohl sie vielleicht in der Fachpresse stehen und dann über eine Mailingliste auf dieses Thema kommen. Also es ist sehr wichtig, dass dafür irgendeine Agenda geschaffen wird. Und ganz wichtig, dieses Thema auch spannend sein lassen. Das heißt, nicht nach der ersten Verbreitung quasi eures Anliegens stoppen, sondern hat sich irgendwas geändert, dann sofort irgendeine Mailingliste informieren oder sofort in sozialen Netzwerken nachschießen, dass dieses Thema einfach an Fahrt gewinnt oder die Fahrt auch behält. Das bringt sehr viel, dass euer Thema einfach ja, spannend ist für die Menschen. Nun, in der ganzen Zeit, ich habe ja viel an dem Thema gearbeitet, gibt es natürlich auch ein paar Dinge, die schieflaufen können. Ich habe das jetzt mal unter den Stolpersteinen zusammengefasst. Gerade am Anfang kann es sein, dass ihr einfach zu viele Informationen habt. So, ich arbeite zum Beispiel gerade an der Funkregulierung, an so einer EU-Richtlinie. Da sind unglaublich viele Dokumente, die ich durchlesen könnte. Unglaublich viele Gesetzestexte, die auch hart zu lesen sind für Nichtjuristen. Das kann passieren, definitiv. Und da hilft es vielleicht auch einfach, sich schnell Verbündete ins Boot zu holen, Leute, die einem vielleicht helfen. Oder sich, wenn es gar nicht anders geht, einfach nur auf die Essenzen zu konzentrieren. Also man muss nicht jeden Artikel von der Richtlinie durchgelesen haben, sondern vielleicht auch nur den Artikel, der euch wirklich interessiert oder worum es eigentlich im Kern geht. Dann könntet ihr auf Desinteresse stoßen von Menschen. Also wenn ihr mit Freunden, mit Kollegen redet, aber auch auf Mailinglisten, könnt ihr sagen, eigentlich interessiert es mich nicht so wirklich. Oder wenn ihr bei Organisationen nachfragt, werden die vielleicht auch sagen, ja, das ist ein spannendes Thema, aber wir können gerade auch nicht nachhelfen, weil wir gerade personelle Probleme haben. Dann kann es passieren, dass ihr am Anfang eher so eine One-Man- oder One-Woman-Show habt, indem ihr nämlich der einzige Vorreiter seid, der für dieses Thema kämpft. Auch das kann und wird unter Umständen auch passieren. Aber auch da eben der Tipp, es wird sich ändern und daran lässt sich auch was ändern, indem man nämlich Leute mit ins Boot holt, die damit helfen können. Und zum Schluss wird es sehr wahrscheinlich auch langweilige Phasen geben. Also zum Beispiel, was wir beim Routerzwang hatten, dass zwischen diesem ersten und dem zweiten Entwurf der Transparenzverordnung 6 Monate vergangen sind, in denen sich eigentlich nichts gelegt hat, nichts getan hat. Wir haben nur gehört, da wird an einem zweiten Entwurf gearbeitet. Da konnte man nicht irgendwie wirklich weitermachen. Auch hier wieder die Direktive, es ist simpel, aber es ist so. Trotzdem am Ball bleiben, sich nicht entmutigen lassen, vielleicht auch mal Dinge tun, für die man sonst eigentlich im Laufe dieser Kampagne keine Zeit gehabt hätte. Öfters nachschießen, aber sich auf keinen Fall davon deprimieren lassen. Weil oft geht es dann genau dann richtig los, wenn man denkt, da tut sich jetzt erstmal nichts mehr. Ganz im Gegensatz zu diesen Stolpersteinen gibt es auch Dinge, die ihr tun könnt, um wirklich euer politisches Thema, euer Anliegen richtig anzutreiben. Das ist zum Beispiel einfach Aspekte an dem Thema zu finden, die sexy sind. Also die wirklich 90% der Leute interessieren.
Und zwar nicht nur die 5 IT-Experten, die bei euch mit auf der Mailingliste sind, sondern tatsächlich die breite Nutzerschaft, die breite Masse der Leute, die das Thema betrifft. Und sich deswegen dann auch nicht in Details zu verlieren, weil das eher abschreckt. Also wirklich auf Kernpunkte fixieren, die Leute auch irgendwo antreiben. Also beim Routerzwang nicht darüber reden, dass ihr mit eurer Linux-User-Group gerne alternative Firmware hackt und dann was weiß ich was macht, sondern sagen, die breite Masse der Nutzer ist davon betroffen. Die können ihre Firmen, ihre Haushalte nicht, den Internetverkehr davon nicht sicher machen. Das sind einfach Argumente, die mehr Schlagzeilen machen, so simpel es klingt, oder die einfach mehr Leute mitreißen, wo sich jeder damit identifizieren kann. Und wichtig ist, denke ich, auch, Leute auch einfach mal zu loben. Das heißt, auch mal so ungewöhnliche Sachen wie, wenn ein Ministerium einen guten Bericht vorgelegt hat oder bei kleineren Themen eine Gemeinde irgendwie eine positive Veränderung vollzogen hat. Auch einfach mal ein Lob aussprechen. Dahinter sitzen oft Menschen, die wollen prinzipiell meistens nichts Böses, die möchten aber vielleicht auch mal gelobt werden. Und das kann auch irgendwo weitere Kontakte ermöglichen. Trotzdem nicht in den Himmel loben, sondern wenn irgendwo Kritik angebracht ist, auch diese Kritik äußern, aber eben konstruktiv und nicht einfach nur destruktiv. Genau, und eigentlich mit diesen, sage ich jetzt mal, Guidelines sind wir in den bisherigen Themen immer relativ gut gefahren. Aber wie ich eingangs schon erwähnt habe, es kann auch mal ein Thema geben, wo die Voraussetzungen ganz anders sind. Darum soll es jetzt eigentlich im letzten Punkt gehen. Und zwar möchte ich euch fragen, zum einen natürlich, ob ihr offene Fragen habt, über die wir reden müssen. Und fragen, waren das für euch jetzt alles Selbstverständlichkeiten? Oder habt ihr diese Probleme, wenn ihr politisch schon mal aktiv gewesen seid, schon mal selbst irgendwo mitbekommen? Was sind für euch solche Stolpersteine, bei denen ihr vielleicht drüber gestolpert seid? Oder ganz anders, wenn ihr bisher noch politisch gar nicht irgendwo ein Thema angebracht habt, warum überhaupt? Also was gab es für Gründe, dass ihr euch nicht engagiert habt? Genau, danke für eure Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf die Fragen. Welche Chancen bestehen, dass die Provider, die bisher Routerzwang praktizieren, mit der Gesetzeslage dann auch das freiwillig einhalten oder muss man die erst wieder zwingen dazu, zu ihrem Glück? Also die Idee ist eigentlich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dass jetzt mit dem neuen Gesetz bei einem neuen Internetvertrag gleich diese Zugangsdaten mitgeliefert werden. Die Frage ist, und das wird tatsächlich interessant dann im Juli, August, ob man auch oder wie problematisch es wird, diese Daten auch zu erfragen. Bin ich jetzt überfragt? Das wird sich zeigen. Wie hoch sind die Chancen? Ich sehe nicht viel Spielraum für Provider, da irgendwo doch noch zu tricksen und irgendwelche Umwege zu finden. Zum einen, weil es eben auch Sanktionen gibt. Also wenn ein Provider nicht mitmacht, ist auch gleich ein Bußgeld festgeschrieben in dem neuen Gesetz. Es wird sich zeigen. Ich bin aber guter Dinge, dass das relativ gut ausgehen wird. Da war noch eine Frage. Das Problem wird sein, dass viele der Kunden es gar nicht wissen, dass es dieses Gesetz gibt. Also man wird gnadenlos über den Tisch gezogen, weil man die Gesetzeslage nicht kennt. Mhm. Ich habe ja 2 Telefonanschlüsse dran. Einer ging nicht. Ich hätte einen anderen nachkaufen müssen. Ich habe gesagt, nein, in München ging es ja. Eine Stunde später ging der zweite. Mhm. Also alles so ein Kleinkram. Und das ist die Gefahr, die ich befürchte. Die meisten wissen gar nicht, dass sie überhaupt einen Router haben. Ich bringe es dann in meinen Vortrag nochmal, was das Problem dran ist. Und da sehe ich ein echtes Problem, dass die Leute nach wie vor über den Tisch gezogen werden. Das kann natürlich sein. Das Gesetz, das wir jetzt erwirkt haben, wird nicht verhindern, dass die Leute nichts über diese aktuelle Gesetzeslage wissen. Aber ich denke da immer, das ist Schritt für Schritt. Also erstmal müssen wir dafür sorgen, dass es gesetzlich überhaupt eindeutig ist, dass Menschen das überhaupt dürfen. Aktuell konnte man, wenn man technisch versiert war, so wie Sie, dann konnte man nicht anrufen und sagen, ja, ich möchte, dass es funktioniert, das steht da und da geschrieben. Sie waren in einem Bereich, der absolut gesetzliche Grauzone war. Die Internetanbieter konnten schalten und walten, wie sie wollten. Jetzt ist es natürlich erlaubt. Klar, das schließt nicht aus, dass Leute nicht um ihre Rechte wissen. Das ist natürlich klar. Ich hoffe einfach mal, dadurch, dass nun beim Abschluss eines Internetvertrags diese Zugangsdaten gleich mitgeliefert werden. Ich weiß noch nicht genau, wie das dann aussehen wird. Aber ich glaube, dass das Leute dann zumindest eventuell schon nachvollziehen könnten, ich könnte also theoretisch möglicherweise sogar ein Gerät anschließen. Wir zwingen ja nicht die Leute tatsächlich ein alternatives Gerät zu nutzen. Also es soll jedem freigestellt sein. Das ist ja auch ein Komfort zu sagen,
Ich hole mir einen Internetvertrag, ich kriege ein Gerät dazu, alles super. Aber für Menschen, die sagen, ich möchte zum Beispiel alles in meinem Haushalt freie Software haben, weil ich an diese Sicherheit denke oder an meine Privatsphäre, an meine Freiheiten, dann soll das ermöglicht sein. Und das ist mit diesem Gesetzentwurf, denke ich mal, relativ gesichert. Und zu der Kabelfrage bringe ich nur immer das Beispiel. In den USA ist das überhaupt kein Thema. Da gibt es viele Kabelanschlüsse und es kann ein Modem komplett frei im Handel gekauft werden und angeschlossen werden. Ich bin kein Kabelexperte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das technisch alles machbar ist und dass da sehr viel Humbug dabei ist. Die Frage war, warum wir oder wie wir Begriffe übernommen haben von Anbietern oder von sowas wie Telekom und inwiefern wir eigene Begriffe geprägt haben. Schwer zu sagen. Der Routerzwang, der Begriff kommt, glaube ich, nicht mehr wirklich von uns, aber der hat sich dann so ergeben. Die Frage der Begrifflichkeiten ist wirklich gut. Wir hatten bei uns jetzt, also sowas wie ich vorher gesagt habe, diese Endgeräte-Netzneutralität. Das ist ein Wort, das haben wir gleich gesagt, das wird nicht verwendet. Das ist auch ein Wort, was das Thema überhaupt nicht umfasst oder was gar noch ablenkt, weil dann von der Netzneutralität irgendwo gesprochen wird. Eigentlich nochmal ein komplett anderes Thema. Begriffe geprägt haben wir, na gut, die Endgerätefreiheit ist so in unserem Kreis, glaube ich, entstanden, als wir dann eben auch mit ein paar Firmen zusammengearbeitet haben, die sich auch die Endgerätehersteller genannt haben. Da kann ich nur dazu sagen, also klar, die Begrifflichkeiten prüfen, schauen, ob dieser Begriff überhaupt das angeht, um was es geht, auch ob die Richtung stimmt. Also nochmal hier, Routerzwang ist tatsächlich ein negativ behaftetes Wort, Endgerätefreiheit ein positiv behaftetes Wort. Ich kann jetzt nicht sagen, nehmt immer nur positiv behaftete oder negativ behaftete Wörter. Aber sich darüber bewusst zu werden, welche Worte man verwendet, ich glaube, das ist auf jeden Fall was Nützliches, was man sich daran denken kann. Ja, bitte? Ja, also wenn ich jetzt gerade die beiden Worte Routerzwang und Endgerätefreiheit nebeneinander stelle, dann könnte sich aber jemand, der bösartig ist, auf den Standpunkt stellen, dass der Router ja kein Endgerät ist und dass man dahinter ja beliebige Endgeräte anschließen kann. Also man sollte schon aufpassen, was man für Begriffe nimmt. Das ist natürlich wahr, ja. Da kann ich, glaube ich, auch nur zustimmen. In dem Fall hat sich Endgerätefreiheit bewährt, weil es irgendwo einfach auch ein Begriff geworden ist. Also wenn die Debatte schon tatsächlich voll am Laufen ist, dann hat es wahrscheinlich wenig Sinn, einen neuen Begriff prägen zu wollen. Diese Diskussion darum, man kann natürlich hinter den Router nochmal irgendwas anschließen, die wurde natürlich geführt, ja. Das kann ich auch nur so sagen. Dazu hätte ich selber auch noch eine Frage. Es war eben, soweit ich damals mal reingehorcht hatte, einer der Diskussionspunkte dieser Geschichte überhaupt. Also die Endgerätefreiheit sollte ja, seit es die ganzen EU-Regelungen gab, immer gewährleistet werden. Mhm. Sprich, du brauchst kein Telefon mehr, wo ein Posthörnchen drauf ist, sondern du kannst ein Telefon im Laden kaufen. Und die Argumentation war eben zwischen den Providern und den anderen immer, was ist das Endgerät? Ist das eigentlich in dem jetzigen Gesetz klar geregelt, ab wo das Endgerät anfängt? Ja, insofern schon. Die Formulierung fällt mir nicht mehr ein. Aber um was sich dieses Thema eigentlich im Kern gedreht hat, war die Definition des Netzabschlusspunkts. Also wo endet das Netz des Anbieters? Und da ist es schon so formuliert, dass das Netz eindeutig an einer passiven Stelle endet. Passiv, also kein irgendwie irgendwas mit Chips, sondern tatsächlich passiv ist die Dose in der Wand. Und das ist nun dieser passive Netzabschlusspunkt. Und das war eigentlich so der Begriff, um den sich im Hintergrund immer gezankt wurde. Zur Kritik da, wo sie angemessen ist, da steige ich mal drauf. Ja, sehr gerne, ja. Mhm. Zu der Folie Stolpersteine. Aus eigener Erfahrung kann ich also die Punkte, die da stehen, alle bestätigen. Und immer am Ball bleiben ist mir so ein bisschen einfach. Weil das klingt so einfach, da bleibt man am Ball und dann funktioniert das schon. Aber eigentlich ist es für mich, nach meiner Erfahrung, der Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Wer ist einfach zäh genug, da breit zu bleiben und sich eben nicht irgendwie von diesen Punkten demotivieren zu lassen? Und da hätte ich mir da einfach noch mehr Futter gewünscht, was da eure Erfahrungen sind, wie ihr über diesen Phasen hinwegkommt. Also ich kann diese zu viel Information-Phase vielleicht mal kurz erläutern. Am Routerzwang definitiv auch, wenn es einfach zu viel Material ist, mit dem man arbeiten muss. Also einfach zu viele Quellen, die man hat, tausende Links, die man lesen müsste. Da hat sich für mich jetzt persönlich, als ich daran gearbeitet habe, kann ich nur sagen, bewährt, auch einfach nochmal quasi den Fokus rauszunehmen, sich nicht in alles reinzustürzen, sondern vielleicht auch einfach zu schauen, was sind denn die wichtigen Themen, was sind die wichtigen Quellen, wo muss ich ansetzen. Und dann, wie gesagt, auch versuchen, externe Leute irgendwo ein bisschen mit reinzunehmen, die da helfen können, mitzumachen. Also Informationen
die wabern ja nicht einfach im Raum rum, die haben tatsächlich auch Leute irgendwo schon mal für sich selbst aufbereitet. Da vielleicht gezielt zu fragen, auch nach einer Zusammenfassung, also den Kontakt suchen, vielleicht auch mal mit einem Ministerium. Das war jetzt einfach so das, was mir geholfen hat in dem Fall. Du hast da noch was? Ich habe einen ganz kurzen Kommentar. So Leute, die sich so gut mit der Materie auskennen oder die Leute, die das hier hören und sich so gut auskennen, meldet euch bitte bei uns, weil das Thema ist, wie Max schon gesagt hat, noch nicht komplett durch und wir haben da vielleicht nochmal Fragen. Und gerade wenn ihr so ein gutes technisches Verständnis habt, das ist für die FSFE dann sehr hilfreich, wenn wir solche Leute schnell abrufbereit haben, um so ein Thema uns erklären lassen zu können, wie das genau technisch aussieht. Und bei dir wollte ich ganz kurz einen Aspekt noch sagen. Also ich habe mit Max zusammen daran auch mitgearbeitet. Und wenn es solche Phasen gibt, wo man immer wieder deprimiert ist, weil nichts mehr passiert, weil es nicht richtig vorangeht, eine große Hilfe ist natürlich, wenn man zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr alleine ist. Also wenn man da schon zu dritt an dem Thema arbeitet und sich da auch gegenseitig ein bisschen Mut machen kann. Und der andere Aspekt, den ich immer sehr wichtig finde, ist, dass man sich selbst bewusst wird, dass solche Änderungen, dass es nicht was ist, was man in ein paar Wochen macht, sondern dass das was ist, was halt Jahre dauern wird, manchmal bei vielen Sachen, ich meine generell freie Software Jahrzehnte, und dass man dann nicht die Erwartung erstmal hat, dass das was ist, was sich in 2 Jahren ändert. Das ist was für mich immer geholfen hat. Ich habe was über lange Zeit geht und das sind kleine Schritte in die richtige Richtung und ja, da gibt es mal einen Rückschlag, aber in 10 Jahren kriegen wir das hin. Freut mich, dass ein eher nicht technischer Vortrag so viel Anklang gefunden hat, so viel Publikum. Ebenso viel, ne? Und eine rege Diskussion war. Herzlichen Dank, Max. Dankeschön.